Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück in War Thunder. Und heute geht's mal mit dem russischen Steppenpferd ins Gefecht, nämlich dem T-34-85. Ein super Panzer, wenn ich das mal so sagen darf. Und ja, ich würde mal meinen, schon ein Meilenstein der Panzergeschichte. Warum, werdet ihr euch fragen? Ja, zum einen, weil natürlich, es wurde hier ganz klar auf eine effektivere Panzerung geachtet. Und das haben natürlich auch die Deutschen dann nachher irgendwann mal gesehen und gesagt, okay, wir kopieren uns das Ganze mal. Der T-34-85 ist natürlich nur die Weiterentwicklung, der T-34 selber als Urgestein, aber dann mit einer deutlich kleineren Kanone. Der T-34-85 hatte diese 85 mm Kanone und die macht richtig Spaß, sage ich euch. Die ist einfach nur richtig klasse, macht richtig viel Aua und ja, eine richtig gute Kanone. T-34-85, warum habe ich mich für den entschieden? Ganz leicht eigentlich, denn... Also es gibt noch die D5T-Version, die hat aber nur 4 Crew-Members und der hier hat 5 Crew-Members und man achte hier auf die Nachladerate 9,1 Sekunden und hier sind wir über 10,3. Das ist aber ist momentan mit der Crew drin, also man ist auf jeden Fall ein bisschen schneller dabei und mehr Crew ist immer besser, muss man auch mal sagen, genau. Ansonsten ist das hier eigentlich immer eine echt gute, ja, Kombination, muss man sagen. 45 mm Panzerung, das ist echt nicht schlecht. Ich glaube, der hatte auch das gleiche, wobei der Turm hier, glaube ich, ein bisschen besser gefunden. Nee, eigentlich auch nicht, aber ist ja egal. Auf jeden Fall, das ist echt super gepanzert hier, wenn man das so sieht. Und da prallt auch mal was ab. Das muss man auch mal so sagen. Seitdem sie aber die 76er Kanone der Amerikaner gebufft haben, ist das durchaus schlechter geworden hier. Genau. Ja, ansonsten guck mal in den Panzer rein. Ein Schuss in den Helm, sage ich mal, ist jetzt nicht immer das der Exodus, das ist beim bei der anderen Version der Fall. Man sieht hier natürlich sehr viel Munition hier oben drin und so weiter und so fort. Das muss man auch mal sehen. Hier oben sind 16 Schuss drin, wenn man das so sieht. Und ja, da muss man immer drauf achten. Cool ist beim T-34 hier, diese Kraftstofftanks hier an der Seite, das sind quasi, ja, russische Panzerplatten, muss man einfach so sagen. Die sind nämlich sehr, sehr witzig dann dabei. Genau. Ja, ansonsten der Schutz auch von der Seite vollkommen in Ordnung. 45 mm angewinkelt, das ist wirklich sehr, sehr gut. Und wenn man den dann irgendwie so hinstellt, dann ist das wirklich unheimlich gut. Man sieht hier effektive Panzerung von 80, beziehungsweise hier dann auch von 146. Das ist wirklich eine Menge. Wir können quasi noch ein bisschen weiter kippen, dass wir dann über diese Kante fahren. Dann sind wir hier bei 85 und hier bei 93. Das ist schon sehr, sehr gut. Es ist ja weiterhin angewinkelt, muss man ja auch bedenken. Genau. 500 PS bei 32,2 Tonnen ist auch vollkommen in Ordnung und reicht hier voll und ganz aus. Genau. So, man sieht, ich habe das Ding noch gar nicht ganz zu Ende gespielt. Also diese Version... Was eigentlich sehr, sehr schade ist, weil es ist ein sehr guter Panzer. Zusätzliche Panzerung gibt es, diese leichten Panzerglieder, die wir hier so verteilt haben. Die ist jetzt nicht so wirklich, naja, ganz trivial. Das ist total egal, genau. Ja, ihr fangt an mit der Granate hier. 143 mm Durchschlag. Bei 5,7 ist das mühselig, muss man sagen. Ups, ja, hier gab es noch eine kleine Errungenschaft, was ja auch ganz nett ist. So, und dann kriegt ihr quasi das Ding hier, etwas weniger Durchschlag, 133 mm, aber man achte auf die Sprengstoffmasse, 164 Gramm und hier sind wir bei 48 Gramm, beziehungsweise 43,92 TNT-Äquivalent. Das ist halt eine deutlich schlechtere Granate dafür und diese 133 mm sind auch nicht schlecht. Ansonsten habt ihr noch was mit 87 mein Gott, Millimeter, aber ich bin überhaupt kein APCR-Fan, das muss man auch mal sagen, genau. Achso, ja, natürlich forschen wir das Ding jetzt, wer hätte es gedacht, genau. Und weiter geht's, genau. Ja, ins Spiel geht dann auch nochmal die IS-2 auch verdammt gut. Und ihr seht noch gar nicht mit Zende erforscht. Traurig, traurig. Die ISO 122, ich habe ganz wenig gespielt. PT-76 liebe ich dieses Ding. Das macht richtig viel Spaß. Das macht echt, also Night Vision auf 5,3. Ja, dann noch diese lustige Flak hier, die auch wirklich ganz witzig ist. Damit kann man durchaus noch machen. Und hier, die wechsle ich jetzt aber nochmal, denn... nicht die Jak-9T, sondern die P21. Wunderbar. So, dann gehen wir damit mal ins Gefecht und ich hoffe, dass ich euch da eine nette Runde zeigen kann. Dementsprechend sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir also. Überquerung des Rheins. Keine schlechte Karte, wie ich finde. Jetzt muss ich nochmal gerade gucken. Ja, hätte ich noch ein bisschen anders fahren können. Wir spielen mit den Deutschen, das ist schon mal gut. Weil ich habe immer so leichte Probleme mit Tiger 2 und so weiter mit diesem Ding, weil die Durchschlagsleistung einfach ja nicht die beste ist, muss man da fairerweise sagen. Aber wenn man die natürlich im Team hat, ist das natürlich super toll. So, Artillerie bereithalten, M18, muss man immer drauf aufpassen. Wenn man sieht, die Geschwindigkeit von dem Ding ist wirklich super. Hinter uns ist der DT, quasi unser Vorgänger. Sieht von außen erstmal genau gleich aus. Hat ein MG, was funktioniert, ist immer sehr wichtig, dass man sowas testet.
Schade, nicht getroffen. Vielleicht kommt er da raus. Mal gucken. Das ist natürlich ein bisschen Lotterie, was man da machen kann. Aber ich glaube, er wird das Ding holen. Ja, das ist der M18, so wie es aussieht. Ah, schade, schade, schade. Da ist er abgehauen. Nicht schlimm. Wir fahren einfach langsam weiter. Langsam und stetig, wie man sagt. So, der ballert hier fleißig mit dem MG. Das ist sehr schön. Das ist wieder bestimmt dieser blöde MG-Bug. Ja, ich dachte gerade, dass da was wäre. War. Das war ein Jumbo von der Seite. Natürlich bei der Sprengkraft kein Problem, den dann da rauszunehmen. Was da vorne hat? Ne, der schießt einfach nur so. Oh, da unten ist auf jeden Fall richtig schwer Theater. Oh, der war nicht schlecht. Ich will erstmal nur einfach zurücksetzen, der Rest ist erstmal scheißegal. Sehr schön, Artilleriefeuer. Kein Problem. Schnell weg hier. Da fährt was. Aber ich werde nicht reinbekommen. Ah, einfach mal einen Glücksschuss versuchen. Zerstört, ja, sehr schön. Das war schon wieder ein Jumbo. Ist das war. Vorne ist die Sau. Ich krieg ihn aber nicht rein. Oder doch da jetzt. Ah, das fährt da weiter. Tut mir leid, Joe. Da ist er. Sie zerstört, das war M4A3, auch nicht schlecht. Okay, läuft also. Ah, wir haben uns hier ein bisschen festgebuddelt, ist nicht schlimm. Man sieht halt die Sprengkraft von dieser Granate. Und die macht wirklich einiges her, finde ich zumindest. Da hinten ist wieder einer, Mist. Da hätten wir uns gerade besser probiert, das sind zwei. Oh, wir können hier vielleicht so ein bisschen aufräumen. Mist, wo ist er? Sie ist zerstört. Irgendwie ist heute Sherman-Tag. Sehr gut. Irgendwo, da ist noch was, genau. Mist. Mist. Ah! Einfach aus der Hüfte. Leider wurde es voll daneben. Nicht schlimm. Oh, jetzt hat er mich gesehen. Auch ein Jumbo, ne? Ja. Nee, doch nicht, war kein Jumbo. War einfach jemand, der nicht hören wollte. So, ja, T-34-85. Ein Mordsding. Ei, jetzt haben wir uns leider rausgenommen. T-20, ich denke mal von hinten. Ja. Aber war sogar leicht angewinkelt. Gar nicht so ganz schlecht, aber
Da ist auf jeden Fall irgendwas, ja, die Munition da ist hoch oder der Tank. Bin mir nicht ganz sicher, was da abgegangen ist, aber das war auf jeden Fall dann das Ende davon. So, jetzt nehmen wir einfach mal, was haben wir denn noch hier? Wir müssen mal gucken, was der Gegner noch hat. Wir haben auch, ja, wir nehmen mal die IS-2 mit. Das ist besser. BT-76 nehmen wir uns dann noch für später. So, wir zeigen erstmal direkt den an, der uns rausgenommen hat. Ob er da noch steht, ist egal. Es soll einfach nur wissen, die Leute, ah, da ist was, bitte aufpassen. Sonst haben wir natürlich mit einer der stärksten Kanonen auf dem Tier dabei, wobei wir eine sehr lange Nachladerate haben. Die Beweglichkeit von diesem Fahrzeug ist so lala, geht. Oben vorne ist direkt einer. Ah, ja. Der ist raus, okay, sehr gut. Das ist der M18, ne? Überall in jeder Ecke stehen sie rum. Oh, jetzt werden wir rausgenommen hier. T20 da im Busch, der macht uns richtig die Hölle heiß. Ah, schade. Anzeigen ganz schnell. Gerade wartet, dass wir ein bisschen nachladen hier. Jetzt haben wir gleich überhaupt keine Chance mehr. Oh, da vorne ist einer, Mist. Unbeschädigt. Oh. Dann sage ich noch so Prollo, dass wir eine sehr starke Kanone haben, was ja auch wirklich der Fall ist, aber wenn ihr natürlich dann abprallt, bringt uns das alles nichts. Der T20 da vorne, der geht echt richtig ab. Ja, schießt du mich mal ab mit deinen kleinen Brownings. Oh. Der war nicht so gut. Ne? Na egal, lassen wir sie machen. Das kommt, lad nach. Da vorne ist einer. Ein Jumbo ist das. Ja, es ist ein Jumbo. Man erkennt es an der Blende vorne. Aber der Jumbo hat halt auch nicht die stärkste Kanone. Und wir haben immer noch eine IS-2, die jetzt auch nicht so ganz schlecht gepanzert ist. Wobei der natürlich eine sehr gute Schussfolge hat, das muss man auch mal sagen. Jetzt sind wir dran, Kollege. Oh, Mist. Mist, Mist, Mist. Wir hauen uns jetzt mal ganz schnell zurück. Was Gute ist, was er da macht, das gibt ordentlich Punkte. Was sie da hinten machen auch. So, wir zeigen mal direkt hier den Gegner an. Wir haben eh verloren, weil die uns da gerade schwer spawn campen. Na komm, hier einfach rein. Da ist schon wieder eine M18. Ui, jetzt haben sie auf der anderen M18 raus. Das ist schon heavy, ne? Also wie die einen wegbomben dann dabei. Überall diese M20s, das ist echt heavy. So, deshalb gehen wir jetzt mal ins Gefecht mit einem Bomber noch dabei. Ich denke, das ist auch ganz nett. Die PE2, ein, finde ich, sehr guter Bomber. Einer der wenigen wirklichen Bomber, die man im Ground Forces verwenden kann. Wobei da echt viele Flugzeuge sind. Ah, wir gucken mal. Wir gucken mal, was das so werden kann. So, da hinten müssen wir zurück. Das wird sehr eng. Mal gucken. Vielleicht auch ein One-Way-Ticket. Ich habe keine Ahnung. Ja, da kommt schon jemand angeflogen. Ich sehe es aber nicht. Eieiei. Das Ding fängt so schnell Feuer. Das ist echt heavy. Dementsprechend gehen wir jetzt auch direkt down. Böhmchen haben wir noch gelegt, vielleicht gibt es ja noch einen Treffer. Sie zerstört, ne, M18 rausgenommen, jetzt sind wir mehr. Wir sind auf jeden Fall jetzt auch gleich down. Oh, die Bewegung geht auch nicht mehr, Flügelsteuerung beschädigt. Vielleicht gibt es hier noch ein paar Treffer. Wir müssen nachladen, das ist sehr schlecht. Es ist der Hacker auch rausgefallen, lädt nach, lädt immer noch nach.
keine kampffähigen aufbauen. Oh, wow, das Kraftwerk. Nein, 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 nein. Ja, ja, das war knapp. Jetzt brennen wir schon wieder und jetzt sind wir raus. Wir haben länger durchgehalten, als ich dachte, sagen wir es mal so. Ja, man sieht auf jeden Fall, dass dass der T-34 immer noch ein sehr, sehr gefährlicher Gegner ist und immer wieder Spaß macht. So, ja, trotzdem keine ganz schlechte Runde, wie ich meine. Und auf jeden Fall haben wir ihn jetzt dadurch auf jeden Fall erforscht, was ja auch immer ganz nett ist. IS-2 hat auch noch ein bisschen Punkte bekommen, das war auf jeden Fall nicht ganz so schlecht. Und mein schöner Bomber, der hatte schon was. Wenn natürlich eine M18 rausgeht, dann ist das natürlich nicht ganz so schlecht. Genau. Ja, tolle Sache. Den nehmen wir erstmal mit. Freuen wir uns sehr. Da auch noch mit dabei. Sehr schön. Das Ganze hier auch nochmal, bitte. Ja, bitte. Und noch das. Die Bremsen dabei. Sehr gut. Ja, T-34, 85. Immer wieder gut und immer wieder gefährlich. Man sieht, die Kanone ist unheimlich stark. Es kommt auch an, gegen was für Gegner kämpft. Wenn ihr gegen Tiger 2 kämpft, dann vergesst es einfach. Dann macht es wirklich überhaupt keinen Spaß. Wenn ihr nicht gegen Tiger 2 kämpft, dann ist es wirklich witzig. So wie ihr gerade gesehen habt, Shermans sind natürlich immer wieder ein sehr beliebtes Ziel. Und Jumbos von der Seite auch sehr, sehr gut. Aber man hat halt gesehen, ein Jumbo von vorne ist halt immer noch ein Jumbo von vorne. Ne? Das muss man auch dabei sagen. Genau. Naja, naja. Was will man machen? Keine ganz schnelle Runde, wie ich finde. Und eine schöne Vorstellung des T-34-85. Wenn ihr ihn noch nicht habt, freut euch darauf. Wenn ihr ihn habt, holt ihn einfach mal wieder raus und seht, was das für ein gutes Fahrzeug ist. Das Gute dabei ist nämlich, da ist noch die Kanone eigentlich, finde ich persönlich sehr, sehr gut. Das kippt nachher so bei T-44. Der hatte die gleiche Kanone und ach, das ist irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, es wird dann einfach, können wir gerade nochmal hier hingehen, da ist dann das Matchmaking zu schlecht für, meiner Meinung nach. Und es fehlt so ein bisschen an Bums. Aber was will man machen? Genau. Wir sind hier auf 5.7 und wer richtig viel Spaß hat, der geht mit dem auf 5.3. Das hat die Nachladerate ein bisschen schlechter und die Überlebenschancen sind geringer. Aber es macht trotzdem sehr, sehr viel Spaß. Genau. Wunderbar. Also, ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Dementsprechend würde es mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen würden. Wenn es wieder heißt War Thunder, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche und habt Spaß, was auch immer. Macht's mit Freude. Bis dann. Ciao, ciao.